Oh, hallo Freunde, schön, dass ihr auch wieder da seid. Rita und ich, wir genießen gerade einen weihnachtlichen Tee. Wo ist der überhaupt? Ich glaube, den haben wir jetzt drüben stehen. Der steht wieder drüben, macht nichts. Auf jeden Fall, wir hören noch ein bisschen, ja, Weihnachtsmusik nicht, normale Musik, sagen wir so. Rita baut ein Set auf. Ein Technikset. Jetzt dreht sie wirklich komplett am Rad, wie man in Deutschland ja so schön sagt. Ein Klaas Mini. Ich bin gerade ein bisschen am Schauen bezüglich der Sets 2021 und wir haben uns gedacht, wir laden euch ein zu einer kleinen, aber feinen Diskussionsrunde über ein sehr diskussionsbehaftetes Thema. Ja, eine Diskussion wird es jetzt wahrscheinlich nicht werden, aber ihr habt es sicher im Titel gelesen. Es gibt ja unter Lego-Sammlern und wahrscheinlich auch bei anderen Hobbys einen Ausdruck, den fast jeder kennt, aber fast niemand spricht darüber. So ist es doch, oder? Das hört sich jetzt schon, was ganz es ist? Schlimm an. Es ist auch schlimm. Jeder Lego-Fan wird sagen, dass es schlimm ist. Es sind die sogenannten, viel berüchtigten Dark Ages. Okay. Das müssen wir jetzt, glaube ich, zuerst mal sacken lassen. Rita, sie weiß gar nicht mehr, was sie jetzt überhaupt baut. Das ist ja, wie ihr sicher alle wisst, die Zeit, in der sich der Lego-Fan von seinem Hobby distanziert, sich immer weniger interessiert und eigentlich viel von seinem Lego sogar auf den Dachboden, Keller oder sonst wohin schmeißt, vielleicht sogar verschenkt oder verkauft. Im Idealfall, denn manchmal passiert es ja auch, und speziell auch Mütter. Ja. Also ich muss ja sagen, vielleicht werde ich auch mal so. Ich hoffe aber nicht. Das wird nicht passieren. Speziell auch Mütter, die sind da nicht gefeit, dass sie da irgendwie das dann zur Seite schaffen. Nennen wir es mal so. Ganz schlimme Sachen fallen da vor in so Dark Ages. Ja. Früher oder später kommt der Lego-Fan dann wieder zu seinem Hobby zurück. Er interessiert sich wieder für Lego, ärgert sich dann, dass er die ganzen guten alten Sets aus seiner Kindheit verkauft hat oder den Neffen und Nichten geschenkt hat. Ja, auch ein schwerer Fehler. Und ist dann wieder in seinem Hobby drinnen. Und wir wollten einfach dieses Video mal als Anlass nehmen, damit wir ein bisschen über dieses Phänomen Dark Ages mit euch sprechen. Wir werden euch auch unsere Erfahrungen damit kommunizieren. Rita und ich sind ja beide leider auch durch schlimme Dark Ages gegangen, wenn man das mal so nennen darf. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mal sagen, wir fangen mal an vom Beginn der Lego-Liebe bis zu dem Punkt, an dem man sich dann auf einmal nicht mehr so interessiert hat und was vielleicht der Auslöser sein könnte. Wie gesagt, das ist jetzt nur Ritas und meine Geschichte. Uns würde dann natürlich auch interessieren, wie es bei euch war. Und vielleicht auch, wie wir jetzt auch wieder drauf gekommen sind. Ich habe nämlich vor kurzem, sagen wir mal, mehr oder weniger freiwillig mein Kinderzimmer aufräumen dürfen bei meinen Eltern, denn ich habe das leicht verwüstet vor ein paar Jahren hinter mir gelassen und habe wieder Lego-Figuren gefunden, sowohl Belleville-Figuren als auch normale Figuren und einen Geist sogar. Haben wir schon zur Stadt transportiert, die werden wir dann einbauen. Und lustigerweise aber nur Figuren in meinem Zimmer. Also vielleicht hat sich das damals schon abgezeichnet. Was, dass du in Dark Ages verfällst? Nein. Aber erzähl uns doch einmal ein bisschen, wie bei dir so die Geschichte war mit Lego, wie das angefangen hat und wie du dann, wie aus dem Nichts auf einmal in diese dunklen, frevelhaften Zeiten verfallen bist. Wirklich frevelhaft. Also bei mir war es ja so, dass ich eigentlich fast nicht auskonnte, dass ich irgendwie zu Lego komme, weil ich eben einen größeren Bruder habe. Und speziell auch, also es gibt sehr viele Fotos von mir, wo ich noch ganz, ganz, ganz klein bin. Ich glaube, gerade mal sitzen konnte. Da habe ich schon immer gerne in diesen Duplo-Schachteln geraschelt. Einfach, glaube ich, wegen dem Sound davon. Das hört sich ja einfach so cool an und ich glaube, das mag jedes Kind. Und da ist irgendwie schon die Liebe auch entstanden. Und natürlich eben mein Bruder hat so coole Sets gehabt. Ich habe euch das eh schon ein paar Mal erzählt.
Und da war ich einfach hin und weg. Und das war schon, also da war ich immer sehr beeindruckt. Manchmal durfte ich nicht mit allen spielen. Ich weiß jetzt warum. Ich war einfach zu klein. Aber trotzdem auch das Zuschauen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zum Beispiel auch bei der Ritterburg das Zuschauen, wie er damit gespielt hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da ist irgendwie die Liebe dazu entstanden. Dann habe ich ja sogar selber Belleville-Sets bekommen. Ihr wisst das wenn ihr ja schon ein paar Mal unsere Videos angeschaut habt, ja. Da war ich dann zwar, weil mein Bruder wieder unten durch, weil den hat es genau gar nicht interessiert. Was kein Wunder ist. Dafür hat es mich umso mehr interessiert. Und ich fand die Figuren einfach damals so schön und die Sets auch so schön. Diese Traumvilla war echt cool, obwohl du ja gesagt hast, das ist gar kein richtiges Haus. Für mich war es das schon. Und ja, irgendwann aber hat man einfach damit aufgehört zu spielen. Weiß nicht, da war man dann quasi einfach, wie du gesagt hast, zu cool dafür. Es sind andere Sachen gekommen, die einen interessiert haben. Videospiele. Und irgendwann hat sich das dann verflüchtigt. Eine traurige Geschichte, die Rita da von sich gibt. Ich hoffe, dass sie in Teil 2 ihrer Anekdoten dann ein bisschen was Erfreulicheres berichten kann, aber es war auch bei mir nicht anders. Wir machen auch noch ein Video dazu. Rita hat euch schon sehr viel erzählt, wie sie jetzt in die Lego, ja, in den Lego-Hype als Kleinkind gekommen ist. Bei ihr war es der große Bruder. Bei mir waren es eigentlich relativ bald schon meine Eltern. Ich habe schon mit 3 oder 4 Jahren die ersten Lego-Sets bekommen. Die waren für mich ein Heiligtum, mit denen hat man gespielt. Freunde, jeder hatte natürlich hauptsächlich Lego. Also ich hatte, wenn ich mich richtig erinnere, wenig Freunde, die Playmobil oder andere Spiele, Spielzeugserien hatten. Und ja, Lego war ein großer Teil meiner Kindheit, natürlich auch mit den Eisenbahnen und so weiter. Das hat mich schon sehr geprägt. Und genau wie Rita jetzt gesagt hat, die letzten Sets, an die ich mich dann noch wirklich erinnern kann, die ich gekauft habe oder bekommen habe, besser gesagt, war dann einerseits waren das so die Anfang der 2000er Jahre, da war ich dann so vielleicht 11, 12 Jahre alt. Das waren dann noch ein paar Racer-Sets, die fand ich irgendwie total cool, weil ich immer schon ein großer Autofan war. Die haben mir gefallen, da gab es welche mit diesen Aufziehmotoren, mit den Schanzen und so weiter. Die in diesen komischen Boxen drin waren. Genau, die auch. Dann kamen ja die ersten Star-Wars-Sets auf den Markt, die haben mir auch immer sehr gut gefallen. Ich habe den ersten Star-Wars X-Wing-Fighter, ich habe dieses Gungan-U-Boot, also das war alles, was halt damals zu Episode 1 rausgekommen ist. Der Name gefällt mir immer so, weiß nicht, warum sie den so komisch findet. Und ich glaube, eines der letzten Sets, was ich dann noch selbst bekommen habe, ob das nicht, weiß nicht, 2003 oder 2004 war dieses Basketballfeld, welches wir euch noch vorgestellt haben. Ich war ein großer Fan der Lego-Fußball-Serie und dann kam eben später, 1-2 Jahre später, kam dann Basketball auf den Markt und das hat mir irgendwie total gefallen und ich habe mich dann noch viel auch mit meiner kleinen Schwester Basketball damit beschäftigt. Aber dann, wie Rita richtig sagte, es war dann eine Zeit, man kam dann so ja ins Gymnasium, da war es dann bei den Mädchen auch nicht mehr so cool, wenn man als Junge zugegeben hat, man spielt noch so gerne mit Lego. Wir haben dann mehr Videospiele gespielt, wir waren mehr draußen. Ja. Wir sind zwar noch nicht direkt in Diskotheken gegangen, aber man hat sich dann halt, keine Ahnung, bei McDonald's oder so getroffen als 13-, 14-Jähriger oder war auch irgendwo im Park oder am Spielplatz draußen und da war halt Lego dann einfach doch nicht mehr so cool. Bei mir war es dann auch so, dass die Lego-Sets leider, muss ich sagen, zum großen Teil in irgendwelche Umzugskartons verfrachtet wurden. Ich habe die dann alle von den Regalen und Vitrinen in meinem Zimmer abgeräumt. Da sind dann coolere Sachen hingekommen und... Aber sie wurden wenigstens nicht eliminiert. Genau, und die wurden dann auf den Dachboden verfrachtet von meiner Mutter oder besser gesagt von meinen Eltern, wo heute die Lego-Stadt steht. Also das ist schon sehr eine lustige Geschichte. Also das war, ich glaube, so 2004 um den Dreh rum, wo Lego für mich einfach... ja, nicht mehr so wichtig war. Es gab dann zwar noch Techniksets, die zwar für 16-Jährige zum Beispiel waren, aber die haben mich dann nicht mehr so geflasht und Lego war irgendwie weg vom Fenster. Das erinnert mich ein bisschen an Toy Story. Übrigens ein Film, den ich so traurig finde, weil da spielt er ja dann auch nicht mehr mit seinen Sachen und seine Sachen sind so traurig. Ganz richtig, ja, Toy Story, ja, das ist der Lauf der Zeit. Ja, aber wie war es dann bei dir, als du dann wieder den Funken in deinem Herzen gespürt hast, der wieder zu einer lodernden Flamme für
Lego und die Leidenschaft für Klemmbausteine geworden ist. Was war dieser Funke, der dich wieder in die Lego-Welt zurückgebracht hat? Da bin ich jetzt gespannt, was sie. Wir haben das nicht besprochen vorher. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was sie darauf sagt. Das bist du gewesen. Also es war so, dass Christoph schuld war an der ganzen Misere, dass ich wieder zurückgefunden habe. Übrigens, ich sehe mir hier, Entschuldigung, dass ich unterbreche, gerade ein Review zum neuen Polizei-Modular-Set an auf Brickset und das sieht ganz toll aus. Also ich glaube, das werden wir uns in den nächsten Tagen dann schon mal bestellen, oder? Ich glaube auch. Aber... Ja, zurück zum Thema, ja. Also wir haben uns noch nicht sehr lange gekannt. Und hatten aber schon einige andere Hobbys auch, die wir gemeinsam hatten. Denn wir haben sehr viele Videospiele, die wir gemeinsam spielen. Also ein paar Dates hatten wir schon vielleicht. Ja. Mal, ich habe Rita mal auf den Café ausgeführt oder sie mich. Genau. Mehr und natürlich nicht. Um 18 Uhr war sie wieder bei ihren Eltern zu Hause. Natürlich. Und dann sind wir irgendwie natürlich... Man redet über alles Mögliche und sind dann auch auf Lego gekommen. Und das war eine Zeit, wo Christoph sehr viel sich mit alten Sets auch beschäftigt hat und auch immer wieder Sets neu zusammengebaut hat, wie auch immer man das sagt. Also nicht das Set quasi gekauft hat, sondern immer wieder Steine gesucht hat, was mich sehr wenig interessiert hat. Und... Irgendwann hat er aber gesagt, er möchte mit mir vielleicht, wenn ich das auch möchte, einen Weihnachtszug bauen. Das war ungefähr, ich glaube, 2014, so ungefähr. 2014, 2015, glaube ich, war das, ja. Damals, sei angemerkt, waren die Lego-Steine sowohl bei Bricklink als auch in den Konvoluten bei Kleinanzeigen und Co. extrem billig. Also ich ärgere mich, dass ich damals nicht mehr gekauft habe. Ich habe die ganzen schönen alten Sets, Modular Buildings und so weiter zum Schnäppchenkurs wieder aufgebaut, weil die Steine damals einfach so günstig waren. Und Rita hat recht, damals war ich eben gerade dabei, den legendären Holiday Train 10173 aus dem Jahr 2006 aufzubauen mit Bricklink-Teilen. Den hatte ich nämlich verpasst, weil der in meinen Dark Ages war. Ah, ja. Und auf jeden Fall, ich wusste weder, dass das jetzt billig war oder sonstiges, aber ich fand eigentlich die Idee ganz nett und habe mir gedacht, es ist doch eine nette Weihnachtsdekoration, wenn wir sowas zu Hause haben. Ja, ich glaube, es war sogar Weihnachtszeit, ob es nicht ungefähr November oder so war, ja. Auf jeden Fall. Und dann haben wir eben damit angefangen und am Anfang habe ich mir extrem schwer getan, einfach die Teile auseinander zu finden und... Ja, das war einfach am Anfang sehr mühsam, weil ich eben schon so lange nicht mehr Lego gebaut habe und als Kind natürlich nicht professionell Lego gebaut habe, sondern mehr einfach nur irgendwie das zusammengesteckt habe. Und er hatte aber sehr viel Geduld mit mir. Und das war die Bewährungsprobe. Ja. Wenn ich das bestehe, bin ich derjenige für sie und wenn bei ihr der Funke überspringt, dass sie zum Lego-Fangirl wird, dann... Ist sie the one für mich? So haben wir das ausgemacht, genau. Genau, zum Glück wusste ich das damals noch nicht, sonst wäre ich noch nervöser gewesen und hätte wahrscheinlich gar nichts mehr gefunden. Aber auf jeden Fall hat das dann relativ gut funktioniert und ich muss auch sagen, mir hat dieser Zug dann sehr gut gefallen. Und Christoph wollte dann gleich damit wieder abzischen, wie mit allen Sets, eben da auf diesen Dachboden und die werden aufbewahrt und was weiß ich was. Und von einer Lego-Stadt hat er damals schon gefaselt manchmal, aber da habe ich noch nicht mal annähernd gewusst, auf was ich mich da einlasse. Und ich glaube, er war ja auch nicht, also von dem her egal. Wie das wird, wir haben Pläne gehabt oder ich, dass das mal auf dem Dachboden alles aufgebaut wird, aber wie das alles sein wird, da waren wir noch in anderen Sphären unterwegs. Auf jeden Fall. Und dann habe aber ich gesagt, ich hätte den eben gerne als Dekoration aufgestellt und direkt über unsere Küche ist eben zwischen... Decke und Ende der Küche ist ein bisschen Platz und da habe ich dann diesen Zug aufgestellt und der ist dann wirklich, ich glaube, sicher 3 Jahre mindestens gestanden. Auch im Sommer ist er gut gestanden. Warum nicht? Er ist wirklich ein schöner Zug. Aber ich habe mir gedacht, das passt. Und das ist irgendwie das Set gewesen, wo ich dann wieder angefangen habe zum Lego bauen.
Außerdem sind dann ja auch langsam diese Harry Potter Sets rausgekommen. Ich bin mir jetzt wieder nicht sicher, wann das war, weil ich bin einfach mit Jahreszahlen genauso wie mit Namen super gut. Da kann man fragen, was man will. Manchmal weiß ich nicht mal meinen Geburtstag. Das war dann ein bisschen später, aber du hast schon recht. Ja. Harry Potter war dann bei dir, glaube ich, das der zweite ausschlaggebende Punkt, genau, das waren dass dann die Sets, das gebracht haben. Ja. Das waren dann die Sets, die ich mir selbst auch gekauft habe, weil sonst habe ich halt eher dann eben mitgebaut oder ja, mehr mitgebaut. Aber die Sets, die ich mir selber gekauft habe, waren dann die Harry Potter Sets, weil ich einfach ein riesen Harry Potter Fan immer schon war. Und die haben mir so gut gefallen. Und ihr wisst eh, jetzt haben wir ziemlich alle in unserer Stadt. Ja. Und natürlich war Rita dann umso begeisterter, als ich sie mal auf den Ort des Geschehens eingeladen habe. Wir ja. haben dann, wie der Dachboden noch nicht umgebaut war, aber schon ein bisschen die Pläne konkreter wurden, habe ich sie dann mal dorthin eingeladen und dann war sie, dann ist sie mir verfallen, sagen wir es ganz einfach. Ja, wobei ich damals noch gedacht habe, dass er, weiß nicht, einen kleinen Teil dieses Dachbodens verbauen möchte. Und ja, aber du hast ja gesehen, wie viele Lego-Sets ich immer gekauft und sortiert habe und eingebunkert und was weiß ich. Dann, die müssen ja irgendwo hin. Aber irgendwie habe ich das nicht ganz so registriert. Und auf jeden Fall war das dann ganz lustig, wie er da so einen ersten Plan gezeichnet hat, weil ich gesagt habe, ohne Plan kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Und dann hat er eben den ganzen Dachboden mit einbezogen. Ja, da habe ich mir dann gedacht, oha, das wird interessant. Ja, und kurze Zeit später, als der Dachboden dann renoviert war, hat Rita, ich glaube, ungefähr 3/4 der Stadtfläche für ihren Vergnügungspark reserviert, dass ich immer wieder ihre Sachen ein bisschen nach hinten schieben musste, sonst hätten wir keinen Güterbahnhof, keinen Strand, keinen gar nichts. Nichts. Aber ist gut so und es ist eine schöne Geschichte, das heißt, Rita ist wieder bei Lego dabei, seit dem ersten Weihnachtszug und dann noch viel mehr mit den Harry Potter Sets. Genau. Also 2000, ich glaube, das war wirklich 2014, 2015, als wir den aufgebaut haben. Schon etwas länger her. Und es ist sehr nett zu sehen, dass auch du mit einem Zug wieder in die Lego-Welt zurückgekommen bist, denn genauso war es bei mir. Okay, aber nicht mit dem Weihnachtszug. Nein, ich erinnere mich, das wäre lustig gewesen. So. Ich erinnere mich, also wie gesagt, ich bin in die Dark Ages gefallen, so in die Richtung 2003, 2004. Habe dann die Jahre danach gar kein Lego mehr gekauft, habe auch kein Lego mehr gesehen, weil es wie gesagt in Kisten am Dachboden war. Aber darf ich sagen, sind das nicht eh die Jahre gewesen, wo nicht so schöne Sets rausgekommen sind? Doch, das sind sogar sehr gute Sets rausgekommen und wir haben sehr viele von den Sets jetzt in der Vergangenheit noch nachgekauft. Okay. Zum Beispiel den Bauernhof oder diverse Hafenanlagen, Züge natürlich. Also das war schon eine tolle Zeit, die ich da leider verpasst habe. Und ich kann mich erinnern, ich war dann im Sommer 2009 mal mit meinen Eltern in Amerika auf Urlaub und wir haben uns die Niagara-Fälle angesehen. Jetzt fragt ihr vielleicht, was das mit Lego zu tun hat. Aber dort gibt es auf der kanadischen Seite von Niagara Falls, wie der Ort heißt, gibt es so ein paar, ja, wo man sich so vergnügen kann. Das hört sich jetzt so komisch an, aber da gibt es ein paar so, ja, so Theaterkinos und so Ripley's und ein paar so Museen und so Geschichten. Und einen 3D-Simulator, so eine wie eine Kirmes, ein Rummelplatz ist das so aufgebaut. Okay. Und wir haben dort Tickets gekauft und da gab es eine Aktion. Wir wollten uns so eine 3D-Simulation anschauen und dann war so eine Aktion, wo man noch eine zweite Fahrt dazu bekommt, ich glaube gratis oder ganz billig. Und wir haben uns das so durchgeschaut und dann ist mein Blick so über das Programm geschweift. Und auf einmal haben meine beiden Augen gestoppt bei einem Wort, und zwar Lego City. Es gab damals, das müsst ihr mal googeln, leider ist es nicht mehr offen, mich würde eigentlich interessieren, was damit passiert ist. Wie gesagt, in Niagara gab es damals auch ein Lego-Museum mit dem Namen Lego World oder Brick World, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Ich bin dann mit meinem Vater dort hineingegangen und das war mehr oder weniger ein großer Raum mit Lego-Steinen, aber in einer Stadt aufgebaut. Ziemlich durcheinander, teilweise mit Pyramiden wieder und dann wieder Mocks, die wirklich, ja, keine Ahnung, von Kleinkindern aufgebaut wurden. Dann fuhren wieder Züge durch. Die Niagara-Fälle waren dort sehr cool animiert, an die kann ich mich erinnern.
Und ja, wir haben uns das angesehen. Ich bin dann nach Hause gefahren wieder, nach Österreich und habe eigentlich nichts bemerkt. Keine Veränderung in meinem Inneren. Ich habe mir gedacht, jetzt bist du zurückgekommen und auf einmal... Das wäre schön gewesen, aber die Geschichte ist okay. Mit mir noch nicht ganz vorbei. Aber wir waren dann in der Weihnachtszeit in Berlin auf Urlaub. Und, Hauptsache, der fährt überall herum. Ja, ich war immer nur in Jesolo, aber gut. Naja, im Sommer warst du auch schon mal in Amerika. Also. Ja, gut. Und wir waren dort in Berlin und wir sind dann durch Zufall in den Lego-Store gegangen. Und ich kann mich erinnern, ich wollte am Anfang gar nicht unbedingt hinein, aber dann bin ich hinein und ich habe mir dann dort den Smaragd Express gekauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann auf den Berlin-Urlaub in Galeria Kaufhof und alles, da gab es ziemlich gute Weihnachtsschnäppchen, noch einige mehr Lego-Sets gekauft. Und okay. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich wieder intensivst, die Betonung liegt auf intensivst, in die Lego-Zeit zurückgefallen bin. Das heißt also, das war im Winter 2009 und ich habe dann eigentlich relativ bald damit angefangen, wieder meine alten Lego-Sets, die wollte ich ja sogar auch schon, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, mal zu Beginn meiner Studienzeit verkaufen. Da war mal die Diskussion, ja, Auto oder ja, Studentenwohnheim, Party machen, Urlaub. Und ich kann mich erinnern, da waren wir schon mal am Überlegen, ob wir diesen nicht verkaufen sollen alles. Dann war eigentlich meine Mutter dagegen, weil sie gesagt hat, nein, wir heben das noch auf. Sie weiß noch, woher die ganzen Sachen kommen und das hast du von Opa bekommen und das hast du von dem bekommen und so weiter. Und ja, ich habe mich dann wieder mehr dafür interessiert, bin dann irgendwie wieder zurückgekommen zu Lego, habe dann viele Sets nachgekauft, die ich verpasst habe in meiner Kindheit. Wie gesagt, die waren damals noch sehr leistbar. Und ja, das ist eigentlich der Beginn einer großen Erfolgsstory gewesen. Seit diesem Zeitpunkt haben wir viele aktuelle Sets gekauft und auch immer wieder in den Geschichtsbüchern von Lego gekramt und uns alle alte Lego-Sets rausgesucht. Auch Rita ist da immer wieder mit dabei, wenn wir alte Kataloge anschauen, sagt sie wieder, oh, das würde auch gut in unsere Stadt passen. Mhm. Und somit sind wir seit, ja, ich seit 2009 und du seit 2014 wieder voll im Geschäft. Und im Geschäft ist das gut. Wird hoffentlich noch lange so bleiben. Es gibt ja auch Leute, habe ich gehört, die fallen zweimal in die Dark Ages. Das heißt, die verkaufen oder verschenken alles in den Teenagerjahren, kaufen sich dann wieder alles und fallen dann nochmal zurück. Ich habe mal ein ganz großes Konvolut gekauft bei einem sehr netten Mann, der in der Nähe von uns wohnt. Der ja, hat sich dann auf einmal wieder für Holzschnitzereien interessiert. Der E ist eh auch cool. Aber hat gesagt, ja, er hat alles verkauft als Kind, jetzt wieder Eisenbahnen, alles gekauft, Techniksets, jetzt verkauft es wieder. Vielleicht kommt er wieder mal zurück. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Und es ist sehr cool auf der einen Seite und irgendwie auch erschreckend auf der anderen Seite, dass fast jeder Lego-Fan irgendwann im Laufe seiner Zeit diese Dark Ages durchgemacht hat. Ja. Es wäre eigentlich ein gutes Halloween-Video gewesen, wenn ich das jetzt so richtig... Dark. Ihr könnt es euch nächstes Jahr Halloween auch noch anschauen, damit wir euch einen Schauer über den Rücken jagen können. Aber ja, uns würde auf jeden Fall natürlich interessieren, weil jeder irgendwie so dazu eine Geschichte hat, wann das bei ihm angefangen hat und geendet hat, was so die Sets waren, die einem wieder in die Geschichte von Lego reingebracht hat und ob das Interesse, bei uns ist das Interesse jetzt eigentlich seitdem ungebrochen stark. Ihr seht, Rita baut ein Technikset auf. hätte man sich nicht gedacht und nicht für möglich gehalten. Nein, hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Aber ich habe mir vieles nicht gedacht und manchmal kommt es anders, als man erstens, zweitens denkt. Ganz richtig. Also wie gesagt, danke, dass ihr euch unsere Geschichten angehört habt und habt unsere kleinen Anekdötchen, die Legenden vergangener Zeiten. Legenden. Wir sind auf jeden Fall froh. Vielleicht machen wir, wie gesagt, wie Rita anfangs schon angekündigt hat, noch ein Video dazu, warum wir uns überhaupt für Lego entschieden haben. Das wäre auch eine ganz interessante Geschichte vielleicht. So viel auf jeden Fall zum Thema Dark Ages. Mhm.
Schreibt uns in die Kommentare, wie das bei euch war. Das würde uns wirklich sehr interessieren. Vielleicht geben wir da sogar mal ein Kompendium heraus, wo so die Geschichten der Leute, der Lego-Fans mit den Dark Ages drinnen steht. Oder vielleicht muss man dazu mal einen Psychologen fragen. Vielleicht weiß der auch mehr. Der ist dann das exklusive Interview. Das wäre sicher auch interessant. Ja, es ist auf jeden Fall bei uns so gewesen. Wir sind froh, wieder zurück zu sein. Könnte sein, ja. Falls einer zuschaut, warum ist das so? Oder ist das ganz normal? Passiert das jedem? Ich kenne auf jeden Fall viele, denen es so ergangen ist. Was auf jeden Fall interessant ist, dass es sehr unterschiedlich ist. Bei mir waren die Dark Ages nur so ungefähr 6 Jahre, so in etwa. Ja. Relativ bald, dann ungefähr mit 19 Jahren, bin ich wieder zu Lego zurückgekommen. Bei Rita waren sie um einiges länger. Da waren sie sicher ja, fast 15 Jahre, glaube ich. Ich war doch so jung. Aber bist du nicht der Meinung, dass jetzt mit mir an deiner Seite zuallererst und zweitens mit Legosteinen an deiner Seite das Leben so viel schöner ist? Natürlich. Sie sieht es genauso wie ich. Ich sehe es auch so. Wir haben noch jede Menge hier rumliegen. Hier fliegt auch noch der gute alte Seidenschnabel, oder heißt er so, und macht seine Kreise. Ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Lego-Sammlerei bei uns noch eine Zeit lang so weitergeht. Es wäre auf jeden Fall schade, wenn wir uns auf einmal nicht mehr dafür interessieren würden und die Lego-Stadt abbauen. Aber so schnell wird das hoffentlich nicht passieren. Ich weiß nicht, ob ich die Muße hätte, dass ich das alles wieder abbaue. Ich bin da nicht ganz sicher. Ich glaube, ich würde es trotzdem stehen lassen. Das kann nur stehen bleiben für alle ewigen Generationen, die jetzt dann noch kommen werden. Da kann man gar nichts machen. Vielleicht will da mal wer das abbaut. Ich weiß es ja nicht. Aber das wären Tage und Wochen, glaube ich. Auch wenn man da nicht aufpasst. Nein, das machen wir. Das wird nicht passieren. Habt auf jeden Fall ihr auch noch ein paar schöne, ruhige Tage. Oh, ihr seht, Rita und ich lassen es uns gut gehen. Unser Tee ist jetzt wahrscheinlich schon kalt, aber kann man nichts machen. Gut, dass es eine Mikrowelle gibt. Müssen wir ihn halt wieder aufwärmen, oder? Wir trinken ihn als Eistee. baut auch ihr was Schönes. Ja. Ich nehme Rita die Worte aus dem Mund, das sagt sie normalerweise. Dafür darf sie sagen, was ich immer am Ende des Videos sage. Genau, und das hat mich jetzt überfordert. Was sagst du immer? Und bei der Frau ist schon vieles zu spät, ja. Und über die Züge rede ich natürlich. Ach, wir haben so. Zwar jetzt keinen hier, aber lasst die einen kommen Zug wieder. Oh, jetzt kommt's auf. Rita schwelgt in Erinnerung und weiß gar nicht mehr, was sie sagen soll, weil sie so begeistert ist von den kleinen Lego-Steinchen, die sie hier gerade zusammenbaut. Ich hätte eigentlich gerne am Ende des Videos das fertige Modell präsentiert bekommen, aber ich glaube, das wird so schnell nicht. Entschuldigung, das ist mein erstes Technik-Set. Ja, für das machst du es eigentlich gar nicht so schlecht. Das hat so viele Löcher und dann muss man immer genau schauen, durch welches Loch man was durchstecken muss. Das finde ich nicht so einfach. Da kenne ich mich auch nicht so aus, aber wir haben ja keinen Stress und du kannst ja in aller Ruhe noch ein bisschen bauen. Ich kümmere mich jetzt mal um unseren Tee und dann warten wir gespannt auf eure Kommentare. Schreibt auf jeden uns, Fall. Wie das bei euch so war mit den Dark Ages, ob ihr vielleicht schon mehrere Dark Ages hattet, was wir nicht hoffen. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder mal bei einem Video, ich weiß gar nicht, in der Stadt oder hier. Und dann wird er fertig sein, ich schwöre. Dann gibt es eine Rundfahrt mit dem Mini-Class, da bin ich mir ganz sicher. Genau. Macht's gut, lasst einen Zug fahren. Jetzt hat sie es drauf. Bis demnächst, liebe Freunde, wir sehen uns. Tschüss.